So, da sind wir wieder bei Let's Play Thief Deadly Shadows. Ich hab mal ein bisschen Beute gemacht. Hoppala. Komm, danke. Und ich bin auf dem Weg zum Terrence Hof, beziehungsweise bin schon da. Ich muss nur die richtige Ecke finden. Hier müsste noch ein Pfeil liegen. Okay, ich weiß ja nicht wo. Oder? Hier auf der Seite vielleicht. Da ist er ja. Die werden wir jetzt bald brauchen. Noch in diesem Partner. You've returned with the artifacts, Garrett. Excellent. Follow me. Okay. Hello, Garrett. Ja, geh mal vor, Artemis. Ich weiß ja schon, wo der Kerl hin will. Deswegen verstecke ich mich mal ein bisschen im Schatten. Hier müsste eigentlich irgendwo eine Wache sein. Ich weiß nur nicht, wo. Da? Nein, auch nicht. Okay, dann ist alles okay. Großartig. Pardon me. Was machst du da, Artemis? Ja, ich gehe mal da rein, ne? Spiele, kannst du, gibt's noch nicht. The repetition of these three glyphs. Here. And here. Now is the Termanus Emboliadion. The times unwritten. The end of words. And here. Again the mark of the fratelli betrayer. Yes. Warnings. Terrible. An Vesagen doubly cursed in living death. The prophecies are clear. There is much ahead to be wary of. Interpreter Kataka, your words are most useful to... Clear as mud. Exactly what will happen? And what are we supposed to do about it? I'm still waiting to see a useful book. We must first understand the unwritten times, if we are to prevent them. First Keeper Orlan demands immediate audience. Wir sind hier uns bei den Hütern, wer es nicht weiß. You've moved up in the world, Orlan. Nice view. Yes, I have. It's First Keeper Orlan now, Garrett. Within these walls, you answer to me. You called me here to remind me you're in charge? The job must not keep you very busy. You inquired about books. Useful books. That's right. You must have something in here worth reading. You think you might shape events more skillfully? Read the signs more clearly? The prophecy. Shape events? Interesting way to put it. I'm here now. Do you want my help or not? Very well. This will admit you to certain areas of the library. Do not venture further. You will not ply your trade here, thief. If anything happens, you will be held accountable. Is this clear? Perfectly. Perhaps you should translate for Kataka. So, isn't it? I do. This is Orland's office. He is busy and has nothing more to say to you for now. Das weiß ich selber. So, wir sind hier in der Bibliothek der Hüter. On which quest? The react. Bla bla bla. Acquisition of the compendium of reproach or of its glyph key. Either. Wen interessiert, dass ich das hier gern durchlesen? We will need both items in our wealth as guy thought we wished to make any headway into our research concerning the coming dark age. There would be considerably more progress if the teens were allowed to consult with Interpreter Kataka. Impossible. She seeks the Brethren and Betrayer, and her work must not be interrupted. Then the answer to your previous question is no. What will it take to find them then? Tatsache ist, wir suchen jetzt hier als nächstes noch wieder was. Können wir einfach unsere Aufgabe angucken. So, sprechen Sie mit Hüter Artemis, bevor Sie die Bibliothek verlassen. Sprechen Sie mit Hüterin Isolde, bevor Sie die Bibliothek verlassen. Suchen Sie in der Kanalisation der Docks den Eingang der versunkenen Zitadelle. Finden Sie dort den verschwundenen Glyphenschlüssel, den die Hüter suchen.
und finden sie auf der Abysmal Gale heraus, ob das Schiff etwas mit dem Kompendium der Schande zu tun hat, das die Hüter suchen. Ja. Die Hüter suchen wieder mal was. Na gut, im Grunde wollen sie wieder was haben, was wir ihnen wohl liefern können. Nämlich das Kompendium der Schande und den Glyphenschlüssel. I'm sure with all of us continuing to scour the library and the compound for passages that we refer to them, we'll have the precise answer within a reasonable time period. Meanwhile, just in case, I have scribes searching for any book matching its physical description. A large golden slab sealed with a glyph. So, the Keepers are hoping to solve the Dark Age problem by finding this compendium and glyph key. I'm pretty good at acquiring lost objects. Maybe I can help. Ja. So. Wenn die ganze Schrift da unten endlich mal weg ist. Guck mal, hier wird so viel gesprochen, die Schrift hängt schon weit hinterher. So, wenn das dann nicht vorbei ist, können wir da vorne hingehen. Das müsste nämlich Artemis sein. Garrett, I have troubling news. The Hammerites and the Pagans have discovered it was you who stole their artifacts. Both factions are very angry. However, they are willing to overlook your recent crimes if you are willing to aid them by performing specific tasks. Until then, beware, for they will attack you on sight. A Hammerite named Inspector Drept wrote this missive for me to deliver to you. I contacted a Pagan shaman named Diane, and she agreed to post a similar note for you on the outskirts of the Pagan territory, in the docks. I have done what I can to aid you. Farewell, and good luck. Really, Garrett. Great. Garrett, eigentlich steht auf eure Verbrechen die Todesstrafe. Allerdings konnte ich den Kleros der Hammeriten überreden, euch zu begnadigen, vorausgesetzt, ihr erweist uns als Zeichen eures guten Willens folgende Gefälligkeiten. Rostmilben sind goldfarbene Käfer, die sich von Metall ernähren und unsere Arbeit zersetzen. Geht also hin mit dem Segen des Erbauers und tötet sie mit euren Pfeilen. Anschließend müsstet ihr Untoten zerschmettern, die wir so sehr verabscheuen. Durch jede Gefälligkeit, die ihr den Hammeriten erweist, steigt ihr in unserer Gunst. Solltet ihr uns jedoch bestehlen oder erhebt ihr die Hand gegen einen Hammeriten, werden wir euch bestrafen. Ihr habt die Wahl. Denkt daran, dass euch die Hammeriten ohne zu zögern angreifen, wenn ihr ihnen versehentlich in die Arme lauft. Arbeitet ihr jedoch mit uns zusammen, wird euch nichts geschehen. Erweist ihr uns regelmäßig Gefälligkeiten, betrachten wir euch als Verbündeten und gewähren euch Einlass in unsere Altstadtfeste Fort Eisenholz. Und noch etwas. Diese Frage stelle ich jedoch jedem meiner Gesprächspartner. Habt ihr in letzter Zeit eine Hexe gesehen oder habt ihr vielleicht Gerüchte über eine alte, graue Frau gehört, die am Tatort eines schrecklichen Verbrechens gesehen wurde? Falls ja, bitte ich euch, euer Wissen mit mir zu teilen. Ich habe mein ganzes Leben nach dieser Hexe gesucht, doch wie es scheint, ist sie mir immer einen Schritt voraus. Mein Büro ist übrigens in Ordale, in der Nähe des Pubs. Gut zu wissen. Hammers and Pagans are mad at me because of jobs I did for the Keepers. I better find out what they want and then decide whether or not I want to bother trying to improve their opinion of me. Genau. Rostmilben töten. Zombies töten. Zombies haben wir ja schon gesehen in der Fabrik. Rostmilben haben wir schon oft genug gesehen und jetzt haben wir, ich kann es ja mal kurz zeigen, ich könnte uns mal wieder speichern. Fällt mir gerade so ein. Aufgaben. Nee, Ausrüstung. Hier fehlt so noch zwei Stück. Das sind die Gaspfeile, das war die. Ach, die habe ich vergessen zu holen. Na, was soll's. Hier. Das ist neu. Die Priester der Hammeriten haben ihren Bogen gesegnet. Sie können damit Breitkopfpfeilen Rostmilben töten. Das konnten wir nämlich vorher nicht. Hab ich das gerade schon gelesen? Ja, doch, habe ich. Ich bin gerade überlegen, ob ich was mache, was vielleicht eine dumme Idee sein könnte. Ich denke, ich versuch's mal. Ja, kommt. Ich habe gerade gespeichert. Wir treten auf diesen Schalter, dann geht das hier auf. Ach, können wir noch. Ich muss vorher noch was anderes holen. Sekunde, das dauert nicht lange.
Du. Hello, Garrett. Orland informs me that you are to receive the Keeper Door glyph. You must perform the scribe ritual to do so. Place your hands into the indentations on the plaque behind me. That is all. Irgendwas Wichtiges? Nicht wirklich. Gut. King's revered elder. So. Wieder neue Fähigkeit. Da. Very well, Garrett. You now have all the powers of an acolyte. You are able to see and open Keeper doors. Look for the glyph. Keeper Artemis also wishes to see you, I believe. Farewell. Mit Artemis habe ich schon gesprochen. Dann mal gucken, denn jetzt können wir... Genau. Eben jene Glyphe benutzen, um eine Tür zu erzeugen. Was kein... This way leads to the forbidden libraries. I can sneak my way in, but I can't let any keepers catch me in there. What is your opinion? About the libraries? I think Orland is right to restrict Garrett. Jetzt wird's schwierig, weil ich darf diese Hüter hier nicht angreifen. Ich darf mich auch nicht von ihnen sehen lassen. Beides führt zum Game Over. These books are far too valuable to risk. Ich habe nur ein Ziel. Besides, there's nothing here in the forbidden libraries that a thief would want. Ich habe nur ein Ziel und das müsste der zweite Stock sein. Hier. Denn hier gibt es einen bestimmten Gegenstand, den ich haben will. Ich werde hier auf jeden Fall mit Wasserfallen arbeiten müssen. Verdammt, his aid with the coming Dark Age will prove ineffective. Of course. What can he do that we, all of us, cannot do? I wish I were as sure as you, Elder Callow. Und ich suche was Bestimmtes. Ich weiß noch nicht, wo es ist. Das hier. Nein, das ist nicht. Ich suche gerade nämlich eine Karte, die hier irgendwo versteckt sein muss. Man kann. Für diejenigen, die vielleicht dies versuchen wollen, also doch. Man kann tatsächlich bis ganz nach oben in dieser Bibliothek durchschleichen. There is no noise now. Ich hab's mal geschafft. Allerdings mit vielen, vielen Schlägen und ich hab jetzt keine Lust dazu, weil das dauert mir auch zu lange. Verdammt. Wie gesagt, man kann es schaffen, aber. Just scold me as if I were yet a beginner in the Scribarium. I am an elder and deserving. Aha! I have a visitor. An unwelcome visitor. Was? Das zählt auch schon super. And is right to restrict Garrett's movements. Und ich experimentiere jetzt ein bisschen. These books are far too valuable to Okay, das durfte ich offenbar, weil ich sie nicht angegriffen habe. Oh, doch. Na, großartig. To restrict Garrett's movements. These books are far too valuable to risk. Besides, they're stolen. But how? Die Karte ist zwar nützlich, aber. Ah, habe ich sie wahrscheinlich sowieso schon. Sobald ich wieder hier bin. Oh, die Kurschaftszelle. Genau. Na gut. Wahrscheinlich kriege ich die Karte später automatisch. Und selbst wenn nicht, ich brauche sie erst deutlich später. Deswegen ist es jetzt egal. Dann kann ich nämlich später einfach so da hochgehen und sie mir holen. Ich klemme das jetzt. Stattdessen suche ich mir den Ausgang. Ausgang ist hier. Mal sehen. So, wir sind wieder in Stone Market, so hieß es genau. Und wo gehe ich denn jetzt mal hin? Und da hinten sehe ich schon Hammeriten. Ist natürlich blöd, aber ich werde jetzt vermutlich sowieso erstmal so ein bisschen auf die Suche gehen. Nein, ich weiß, was ich mache. Ich werde jetzt erstmal mich auf den Weg machen zu einem bestimmten Ort. Unterwegs werde ich genau das hier machen. Rostmilben töten, wenn ich sie sehe. Der Typ hat mich natürlich gehört.
Oh, mir fällt gerade was ein. Wir waren doch gerade am Terrences Hof. Da könnte ich doch nochmal kurz reingehen, obwohl da waren die Ameriten. Ne? Na, was soll's. Vielleicht komme ich so weit durch, dass ich mir... Sehr doof. Die stehen genau da, wo der Pfeil ist, den ich eigentlich haben wollte. Okay, dann klemme ich mir das. Kann ich doch nichts machen. Hatte gehofft, ich kann... Moment. Haben uns natürlich auch gehört. Egal, ich laufe und laufe weiter. Wie runter denn? Was ist jetzt genau? Ich weiß auf jeden Fall noch, wo... mindestens eine Rostmilbe ist, deswegen hole ich mir die doch mal. Ich kann echt jedem nur empfehlen, sucht die Rostmilben. Und auch die... Und auch die Sachen für die, wie hießen sie jetzt? Für die Heiden würde ich empfehlen, macht das ruhig, denn wenn die euch alle angreifen, ist das einfach mal ungünstig. Das ist das erste Mal gespielt, aber war also der Fall, dass mich... Die Hameriten hatte ich eine Zeit lang, dass die neutral zu mir standen. Das war eigentlich ganz okay. Bei den Pagans hatte ich tatsächlich Pech, dass die mich immer angegriffen haben. Ich glaube, das ist auch ein Heiden, deswegen muss man vorsichtig mit sein. Offenbar nicht. Geh ich mal wieder. Was du da? Ich muss aber andersrum gehen, weil ich sonst ja nicht mehr vorbeikomme. Das ist doch alles zum Kotzen hier. Wo geht's denn da lang? Zur Altstadt. Da komme ich noch nicht hin. Die Altstadt steht uns noch nicht offen. Genauso wenig Alldale, aber zu den Docks dürfen wir jetzt. Ich kann gerade mal was zeigen. Gruppe. Wir haben nämlich Hameriten- und Heidenstatus. Feindselig. Gut, die Hameriten haben wir jetzt sogar schon mit durch die Rostmilben auf neutral. Die greifen uns nicht mehr an, wenn wir sie sehen. Das probiere ich jetzt so gleich mal aus. Die Heiden allerdings würden uns immer noch angreifen. Also ich speichere hier mal und probiere es jetzt einfach mal aus. Edo. Edo. Okay, der greift uns nicht an. Die... Hameriten sind neutral. Rostmelbe? Hier nicht. Nein, die Pfeile. Ich denke die ganze Zeit, hier liegt doch bestimmt noch was, was ich mir holen kann, aber ich habe das ja alles schon geholt. Eigentlich würde ich in diesem Park ja eine bestimmte Sache schaffen, aber da werde ich glaube ich nicht dazu kommen, denn da war alles fast vorbei. So. Gehen wir mal hier lang. So, da sehe ich doch schon. Das ist jetzt ungünstig. Es kostet jetzt erstmal wahrscheinlich eine ganze Menge Pfeile. So. Bis die neutral sind, bis die freundlich gesinnt sind, aber danach muss ich auch keine Rostmilben mehr töten, das ist eigentlich kein Problem. Where's the damn watchman? What the taff is wrong with you? Das ist eine Ratte da hinten. Die habe ich auch schon. Da ist eine Rostmilbe. Wenn die Heiden freundlich sind, will ich auf jeden Fall erstmal auf. Neuer Gruppenstatus. Neutral, immer noch. Na, was soll's. Da. Ich muss mich immer mit den Wachen. Nee, so nicht. Okay, muss ich näher ran.
Immer noch auf der Suche nach Rostmilben. Ist schon bescheuert. Man arbeitet für die Hüter und wird erstmal damit bestraft, dass alle anderen sauer auf einen sind. Habe ich hier nicht noch eine Rostmilbe irgendwo? Scheinbar nicht. Es ist übrigens tatsächlich so, die meisten Orte, wo Rostmilben sind, findet man auch später Sachen, die man für die Heiden machen muss. Deshalb ruhig in Erinnerung behalten, wo ungefähr die Rostmilben waren. Ich weiß doch sogar noch, wo mindestens eine ist. Und weiter. Town, full of cramped tenements and surly residents. I wouldn't come here looking for a helping hand, but it's the right place to hire a few murderous thugs. Or for those who are in the market for something rare and exotic. Precious imports from ships are stored here until they're moved to more wealthy districts. So the docks can be a good place to rob, as long as you keep an eye out for fishy characters. And of course, the city watch. The quarantine still has the docks cut off from the other districts, but the Keeper door glyph got me past the gates. Working with the Keepers isn't all bad, I guess. And I have a hunch I'm in the right place to return the favor. If the Keepers are right, and there's a dark age coming, then docks is where to start searching for it. It's about as dark as this city gets. Okay, damit sind wir in den Docks. Hier gibt's, glaube ich, direkt am Anfang noch eine Rostmilbe irgendwo. Das ist eine Ratte. Ist doch egal. Ich bleib mal hier am Anfang stehen. Und das nächste Mal machen wir dann hier weiter, wenn wir uns zu den Heiden, ich kann mal kurz die Karte zeigen, so, wenn wir uns zu den Heiden durcharbeiten, sind logischerweise hier unten, und auch erfahren, was die von uns denn so wollen. Gibt hier ein paar Sachen. Wir müssen jetzt auch in den Docks ja weitermachen. Wir müssen ja die versunkene Zitadelle finden. Und wir müssen zur Abysmal Gale. Also, da gibt es noch ein paar Aufgaben hier. Naja, bis zum nächsten Mal. Ciao.